Mein nächster Interviewpartner sagt, wer Führungskräfte entwickeln möchte, muss zuerst über seinen eigenen Schatten springen. Jetzt erfahren wir mehr von Andreas Müller. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Alisa, schön hier zu sein wieder. Andreas, du sagst, man muss erstmal über seinen eigenen Schatten springen, wenn man Führungskräfte entwickeln möchte. Warum muss man das tun? Ja, weil Führungskräfteentwicklung ist harte Arbeit. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite müssen wir wissen, wie agieren wir selber als Führungskraft und was für eine Person steht mir aktuell gegenüber. Mhm. Das heißt, die hat einen anderen Charakter wie ich und das macht es dann notwendig, dass ich dann wirklich auf diesen Charakter eingehen kann, damit die Stärken von dieser Persönlichkeit, die ich hier gegenüber habe, dass die auch aktiv genutzt werden können. Mhm. Das heißt, ich will ja nicht ein Abziehbild von mir selber generieren, sondern irgendjemand, der sich in dieser Führungsrolle wirklich auch wohlfühlt. Ja, total. Und dafür ist Authentizität extrem wichtig. Jetzt bist du ja auch im Bereich der strategischen Führungskräfteentwicklung. Was würdest du sagen, warum ist das so wichtig, dass man da sich auch mit auseinandersetzt? Was ich in meiner Praxis immer wieder gesehen habe, ist, dass irgendjemand auf eine andere Person gezeigt hat und gesagt hat, okay, du bist jetzt Führungskraft. Mhm. Das heißt, du bist so in diese Führungsrolle reingestolpert und du bist vielleicht von deinem Elternhaus gewöhnt gewesen. Es ist gut, wenn du eine Führungskraft bist. Chef sein ist super. Mhm. Und das Problem dabei ist, nicht jeder, der in seinem Job richtig top ist, ist auch eine gute Führungskraft. Nicht jeder will eine Führungskraft sein, nicht jeder will die Verantwortung tragen. Ja. Manche fühlen sich auch in der fachlichen Rolle extrem wohl. Mhm. Und was in der Praxis auch sehr oft schief geht, ist, dass man die Führungskräfte nicht über einen längeren Zeitraum entwickelt, sondern einfach, die Führungskraft hat gekündigt, jetzt brauchen wir irgendwie eine neue und dann innerhalb von 2-3 Monaten wird einer ausgesucht, Der vielleicht das Potenzial hat. Und sagen tut man es ihm aber erst 3 oder 4 Wochen früher, du wirst jetzt die Führungskraft, du wirst jetzt der Nachfolger und der kann sich gar nicht so richtig darauf vorbereiten und wird dann komplett ins kalte Wasser geschmissen. Das heißt, was ist so deine Empfehlung, wie lange sollte man sich auch mit dem Thema auseinandersetzen? Führungskräfteentwicklung ist etwas, was man über einen wirklich langen Zeitraum machen muss und auch übers Unternehmen ausrollen soll. Das heißt, wenn ich jetzt aktuell eine Führungskraft bin, dann handle ich in meinem Führungsalltag schon so, dass ich identifiziere, wer ist denn potenziell dafür geeignet, auch Führung zu übernehmen. Ja. Und ich schaffe mir auch Freiräume für mich selber, dass ich die Mitarbeiter qualifiziere, sodass sie Stück für Stück auch Arbeiten von mir selber übernehmen können. Das heißt, dass ich, wenn ich mal krank bin, dass dann nicht der ganze Laden zusammenbricht, sondern dass es dann so ist, okay, Mitarbeiter A kann folgendes Themengebiet bearbeiten, Mitarbeiterin B kann folgendes Themengebiet bearbeiten und ein dritter kann den Rest letztendlich bearbeiten. Ja. Sodass dann wirklich auch bloß noch die disziplinarischen Führungsaufgaben, die ich habe, also Gehaltsverhandlungen, das ist Chefsache, das kann bloß ich machen, das kann ich nicht an irgendjemand anders delegieren. Aber alle anderen Sachen kann man auf mehrere Schultern verteilen. Und dann hat man natürlich auch eine Idee, wer eignet sich denn am besten, wem kann ich am meisten vertrauen? Und dann ist der Übergang sehr viel smoother. Ja, absolut. Was würdest du so zusammenfassend sagen, was sind die Vorteile der strategischen Führungskräfteentwicklung? Die Vorteile sind, dass man von oben nach unten ganz klar weiß, wo sind die Entwicklungspotenziale, welche Qualifikation brauche ich, um welche Ebene zu haben, mit welchen Werkzeugen arbeite ich und dass ich natürlich auch meine Führungskräfte sehr gut kenne. Mhm. Das heißt, regelmäßige Feedbackgespräche, ich kriege es teilweise in meinen Projekten mit, wo dann die Führungskräfte schon sagen, wir sind bei der Entwicklung von unseren Mitarbeitern sind wir top, wir machen jedes Jahr ein Mitarbeitergespräch. Mhm. Ich habe damals bei meinem Chef, habe ich alle 3 bis 4 Monate ein intensives Gespräch gehabt, wo es wirklich 3 bis 4 Stunden darum gegangen ist, wie entwickeln wir uns als Abteilung weiter, wie entwickeln wir uns als Team weiter, wie entwickle ich mich weiter und was ist meine Erwartungshaltung als Führungskraft. Ja. Das ist unglaublich anstrengend für eine Führungskraft, habe ich dann auch irgendwann mal später selber merken dürfen, als ich dann diese Gespräche halt von der anderen Warte aus
Ja, aber diese Regelmäßigkeit ist natürlich wichtig. Regelmäßigkeit, Feedback und dann natürlich auch ja, immer wieder einschätzen, woran können wir arbeiten. Jetzt hilfst du ja Unternehmen genau dabei, sowas auch zu implementieren, umzusetzen. Mhm. Wie sieht denn so ein klassisches Projekt normalerweise aus? Ich komme in ein Unternehmen rein und die haben schon eine gewisse Basis. Sie haben eine Zielkaskadierung zum Beispiel. Wo will ich als Unternehmen hin? Sie haben eine Vision, eine Mission. Mhm. Was oftmals fehlt, ist ein Führungsleitbild. Beziehungsweise Sie haben ein Führungsleitbild, das hängt dann irgendwo an der Wand dran, aber das ist nicht verinnerlicht bei den Mitarbeitern, ja, beziehungsweise bei den Führungskräften. Das heißt, es ist ein Stück Papier, aber mehr letztendlich auch nicht. Mhm. Es ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Und dann schauen wir uns mal die Kaskade an, die Vision, Mission, und legen dann darüber ein Führungsleitbild. Das heißt, wie wollen wir unsere Führungskräfte entwickeln? Was braucht es da aktuell noch? Mit was für Methoden arbeiten wir? Und dann entscheiden wir Stück für Stück, in welche Richtung geht es dann auch runter. Auf der einen Seite können wir dann gezielt mit Trainings arbeiten oder wenn man halt so einen High-Potential-Pool dann auch hat, dann können wir auch so Dinge machen wie mit Mentoring zu arbeiten. Okay, und über welchen Zeitraum findet das dann statt? Also wir haben ein kurzzeitiges Programm, das heißt, da sind mehr oder weniger 3 Trainingsblöcke mit drin. Das kann innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen sein, die reinen Trainingsinhalte. Und nachbegleitend werden wir dann natürlich auch noch Inhalte vermitteln bzw. dann nachschärfen und ins Feedback gehen. Oder wir haben auch die Zeiträume von bis zu einem Jahr, wo es dann wirklich aktiv ans Mentoring geht, wo dann ein Mitarbeiter oder eine junge Führungskraft, die vielleicht zu höherem berufen wird, 3 oder 4 verschiedene Mentoren aus unterschiedlichen Bereichen hat, von denen sie dann auch lernen kann. Jetzt hast du ja mit so vielen verschiedenen Führungskräften schon zusammengearbeitet. Was ist so dein Fazit? Gibt es die perfekte Führungskraft? Die perfekte Führungskraft per se gibt es nicht. Mhm. Es gibt die perfekte Führungskraft für die eine Person, die es gibt. Das heißt, eine Führungskraft, die für dich zum Beispiel wunderbar funktioniert, kann sein, dass dein Freund, deine Freundin sagt, oh mein Gott, da renne ich aber schreiend zur Tür raus. Ja. Ich habe für mich eine Führungskraft gehabt, die wunderbar für mich funktioniert hat, weil sie mir recht viel Freiraum gegeben hat. Mhm. Später, die Führungskraft, die ich als erstes verlassen habe, war einer, der sehr viel Mikromanagement betrieben hat, der das alles sehr genau genommen hat und mich so ein bisschen in ein Korsett reingezwängt hat. Der hat für andere super funktioniert. Für mich war es der Grund, wegen was ich das Unternehmen verlassen habe. Und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass man die Führungskräfteentwicklung dann auch macht, dass man das dann auch frühzeitig erkennt und dann auch vielleicht sich in die Augen schauen kann und sagen kann, Mensch, wir passen einfach nicht zusammen, aber wir haben hier andere Potenziale in der oder andere Führungskräfte, andere Abteilungen, da würdest du wunderbar reinpassen. Ja, aber natürlich ist es sehr viel dieses Zwischenmenschliche und es muss dann natürlich auch matchen. Aber was würdest du trotzdem sagen, ist so das A und O, welche Fähigkeit brauche ich als Führungskraft? Ich brauche Interesse an meinen Mitarbeitern. Mhm. Das heißt, und ich brauche so ein bisschen ein Gespür, welcher Mitarbeiter will auch mit mir arbeiten. Es ist nicht so, dass jeder Mitarbeiter immer im 1:1 Austausch mit der Führungskraft sein will. Und es gibt Mitarbeiter, die wollen sich nicht entwickeln. Die sagen, hier, in dem Bereich, wo ich bin, fühle ich mich total wohl. Das heißt, da will ich bleiben. Ich will gar nichts Höheres machen. Ich will meine Standardarbeit machen. Ja. Und ich habe Leute, die ziehen halt aktiv. Und das muss ich unterscheiden können, sodass ich meine Kraft als Führungskraft auch wirklich da einsetze, wo es dann auch wirklich gewinnbringend ist. Mhm. Wenn ich jetzt als Führungskraft offen bin, das ist ja einmal ein ganz wichtiger Grundparameter, um mich auch zu verändern, wie werden Sie dann entwickelt von euch? Von unserem Trainingskonzept her ist es so, dass wir erstmal die Werkzeuge so ein bisschen schärfen. Was für Werkzeuge habe ich, um eine Transparenz in meine Prozesse, in meine Abläufe reinzubekommen? Welche Möglichkeiten habe ich, um Mitarbeiter zu qualifizieren bei mir? Das heißt, mache ich das, indem ich irgendwelche Standards
aufbaue oder lasse ich sie letztendlich selber mal so ein bisschen ausprobieren. Mhm. Da sind wir dann wieder in dem Bereich Mentoring mit drin, dass ich als Führungskraft, ich weiß eigentlich, der Mitarbeiter muss den Schritt 1 gehen, 2 gehen, 3 gehen und 4 gehen. Jetzt kann ich ihm das sagen, wie er das machen soll, oder ich lenke ihn über Fragen dorthin, dass er letztendlich selber auf die Idee kommt. Die Wirkung ist natürlich eine ganz andere. Auf der einen Seite, okay, ich habe jetzt die Schritte befolgt, die mein Chef gesagt hat, oder ich bin diesen Weg selber gegangen. Dass ich letztendlich als Führungskraft hinten dran gestanden bin und den Mitarbeiter eigentlich abgesichert habe und bevor er komplett in die falsche Richtung geht, einfach nochmal eine Frage gestellt habe, dass er ins Denken kommt, das, das kriegt er letztendlich gar nicht mit. Mhm. Was würdest du sagen, du nennst es ja auch strategische Führungskräfteentwicklung. Was ist so der Unterschied? Also wofür steht auch das Strategische? Strategische ist, dass es wirklich auch verankert ist mit der Vision, der Mission und dass man wirklich frühzeitig dann auch plant, was für Führungskräfte benötige ich, was für einen Mix an Führungskräften habe ich. Nämlich das macht es ja auch teilweise aus, wenn ich immer bloß einen Typ von Führungskraft habe, Der funktioniert dann halt auch bloß bei einem Typ von Mitarbeitern. Ja. Wenn es brennt, dann brauche ich halt eher so den dominanten, den diktatorischen Führungsstil eher, weil da will ich gar nicht diskutieren. Da muss jetzt erstmal, Ziel ist Absicherung. Das heißt, dass das Haus halt nicht mehr brennt. Und auf der anderen Seite, wenn ich Mitarbeiter entwickeln will, dann brauche ich halt einen anderen Führungsstil. Ja. Und wenn man da einen guten Mix hat, dass die Führungskräfte auch voneinander lernen, weil das ist auch ein ganz großer Vorteil, den wir in diesen Trainings dann auch haben. Wir haben 10 bis 12 Führungskräfte, die sich erstmal während dieser Trainingssession kennenlernen, sich gegenseitig Feedback geben, Vertrauen aufbauen und auf einmal sind wir nicht mehr in dem Silo-Denken drin, dass jeder seine eigene Abteilung groß machen will, sondern dann reden die auf einmal miteinander. Und dann haben sie richtig einen Hebel in der Hand, damit das Gesamtunternehmen dann auch besser werden kann. Wenn jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer das sehen gerade und sagen, Mensch, ich brauche den Andreas unbedingt in meinem Unternehmen. Mit was für Unternehmen arbeitest du denn primär mal zusammen und unterstützt sie? Ich habe in der Zwischenzeit ein relativ breites Feld, weil Führung relativ ähnlich funktioniert. Dadurch, dass es halt sehr viel Interaktion Mensch zu Mensch ist. Mein Fokus ist sicherlich auf produzierenden Unternehmen, aber da ist es relativ offen, ob es Consumer Goods sind, aus dem Automotive-Bereich, da komme ich ja selber her, aber ich habe auch schon eine Zahnarztpraxis optimiert oder einen Friseur, beziehungsweise eine Friseurkette. Das ist dann auch ganz spannend, wenn man dann merkt, diese Mechanismen, die sind eigentlich alle identisch, die man machen kann und es funktioniert. Super spannend. Vielen lieben Dank, dass du uns heute ein bisschen mehr über die strategische Führungskräfteentwicklung erzählt hast und danke, dass du heute hier zu Gast warst. Danke, Alisa.